Kurz nach dem Amtsantritt von König Charles III. Steht die britische Königsfamilie erneut unter Rassismusverdacht. Die 83-jährige Lady Susan Hussey, eine Hofdame der verstorbenen Queen, soll die schwarze Ngozi Fulani bei einem Empfang im Palast mehrfach gefragt haben, woher sie wirklich komme. Fulani, die sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzt, wertet dies als rassistisch und als eine Form des Missbrauchs. Die Hofdame, Taufpatin von Prinz William, hat sich laut Palast entschuldigt und ihr Amt niedergelegt. Mandu Raid von der British Women's Equality Party war ebenfalls Gast. Wir bekamen den Eindruck, wir seien nicht willkommen. Eine weiße Frau wäre das ziemlich sicher nicht gefragt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass Rassismusvorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben werden. Aufsehen erregte im März 2021 ein Interview des aus dem offiziellen Kreis der Königsfamilie ausgeschiedenen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan in den USA. Sie gab an, während ihrer Schwangerschaft sei im Palast darüber gesprochen worden, wie dunkel die Haut ihres Sohnes Archie werden würde. Die Äußerungen sorgten für einen Skandal um die Königsfamilie. Meghans Schwager, Harrys Bruder Prinz William, der Thronfolger, stellte klar, die Familie sei keinesfalls rassistisch. Mit Spannung wird nun eine Produktion des Streamingdienstes Netflix erwartet. Es handelt sich um eine Dokumentation in 6 Teilen, für die Harry und Meghan jahrelang von einer Kamera begleitet worden sein sollen. Die Königsfamilie in London dürfte die Veröffentlichung mit zumindest gemischten Gefühlen erwarten.